Guten Morgen. So Leute, ich bin da, am meinem Place to be. Ah, herrlich. Bisschen später wie erwartet. Kurz vor 8, da liegt mein Gerödel. Ja, dann wollen wir langsam anfangen, das Lager aufzubauen. Ah, herrlich. Wie ihr seht, sehr ist der Havel. Da liegt auch ein Hausboot. Irgendwo hier schwimmt ein Schwan rum. Zumindest liegt hier auf Weise Scheiße vom Schwan oder von der Ente oder was auch immer. Ah ja, wird schon werden. So, bis später. Let's piepen. Ich bin angekommen. An meinem Platz da hinten irgendwo. Ah, da steht das Auto. Seht ihr jetzt nicht? So. Ja, hinter mir liegt mein Gerödel. Und jetzt wollen wir uns mal machen, das Lager aufzubauen. So, ich werde mal erstmal für eine Weile ab. Man sieht sich. So, mein Schatz. Bin angekommen? Ja. Ja. Groß ist er. Da ist alles hinter mir und jetzt fangen wir mal an, das Gerödel aufzubauen. Ein paar Tropfen sind schon während der Fahrt runtergekommen. Jetzt gucken wir mal. Der Himmel. Naja, ein bisschen dunkelgrau. Aber wird schon. Was uns nicht umbringt, härtet uns ab. Ich liebe dich. Wunderschönen guten Morgen. Ja, ihr seht, ich bin an der Havel. Wunderschön hier. Herrlich, einfach herrlich. Und die Fische schwimmen hier auch im Wasser rum. Also wenn man eine Affinität für das Angeln hat, dann feuerfrei. Dem kann man mal locker hier frönen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Euer Waldtanderquatz hier. Wie ihr seht. Ah, will er gerade nicht so. Ich fummel hier gerade noch ein bisschen mit meinem neuen Spielzeug rum, mit meinem Gimbal. Und da will nicht so, wie ich will. Aber das ist das erste Mal Learning by Doing. Sag ich nur. Ne? Ach, langsam. Schwer die Scheiße in der Hand. Ja. Wie ihr seht, bin ich an meinem Spot. An der Havel. Hier in Töblitz. Gestern bin ich ein bisschen spät los, deswegen habt ihr das nicht gesehen, wie ich aufgebaut habe. Ich war gestern noch megamäßig noch angepisst gewesen, weil ich halt doch ein bisschen spät los bin. Und ich hier, ja, wie soll ich sagen, ja, nicht im Dunkeln hier war, aber es war doch ziemlich windig und es hat nicht so geklappt, wie ich mir das gehofft habe, wie ich mir das gewünscht habe. Und ja, naja, wie ihr seht, im Hintergrund mein Aufbau. Ich zeig euch mal. Wie ihr seht, seht ihr nichts außer mich. Nicht. So, ja, also, das ist mein Aufbau.
Eigentlich wollte ich das anders haben, und zwar an dem Baum dran, like a diamond, runter, aber hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann musste ich dann halt ein bisschen umdisponieren und habe falsche Richtung gedreht. Das so gemacht. A-Frame. Schön abgespannt. Und mich äußerlich eingerichtet. Wie ihr seht. Ne? Ja, und hat die ganze Nacht schön geschüttet. So dass ich. Ne? Da in meinem Trinkhorn Regenwasser drin gesammelt hat. Und ich halt heute Morgen schon mal was zum Schlürfen hatte. So, und jetzt zeige ich euch mal noch die andere Seite, wie es von drin aussieht. Ne? Ja, hat sich jetzt irgendwie gedreht. So, ja. Da seht ihr so ein bisschen. Ja, und hier nochmal so ein bisschen Landschaft. Die rühmte Kuhweide. Da drüben stehende Kühe. Und da hinten im Nowhere steht mein Auto. Sieht man schlecht. Auch wenn es weiß ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Nein, ich bin an der Havel. An der Stelle, wo ich letztes Jahr im Sommer mit dem Kanu war. Kampierig. Warte, ich dreh mal. So. This is my place to be. Ja, und schlafen tue ich da drunter. Das ist eine 3x3 Meter Plane. Habe ich mir jetzt nochmal meine Plane aus dem Auto geholt. Habe die da als Teppich reingelegt quasi, weil das ziemlich feucht ist, der Boden. Jo. Warte, ich. Ja, die Havel. Auch schon eine ganze Menge Lehm im Wasser. Hier sind die Fische rumgesprungen und gemacht und getan. Ich vermute, das ist Laichzeit, so wie die sich bewegt haben. Ne? Herrlich, einfach herrlich. Ach ja, und es hat ja die ganze Nacht geschifft. Ich musste mir erstmal neue Schuhe anziehen, weil, wie ich zum Auto gelaufen bin, war alles nass gewesen. Ja, wie gesagt, das hat die ganze Nacht geschifft. Und das hat mich aber gut trocken gehalten. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Eltern. Nein, ich bin nicht durchgeweicht. Ich hab mein Lager noch rechtzeitig aufschlagen können. Und das hat ja erst so richtig schön in der Nacht angefangen zu schiffen. Ne? Ich zeig's euch mal. Ich drehe mal die Kamera. So. Ja, mein Zeltlager. Oder meine Plane, unter der ich geschlafen habe. Die grüne Plane habe ich mir jetzt erst drin gelegt, weil der Boden ziemlich nass ist. Und der Rest ist seit gestern dann drin. Ja. 3x3 Meter. Gefroren habe ich nicht die Nacht. War angenehm warm. Ich habe mich so in die mit meiner Klamottage in den Schlafsack gelegt, wie ich war. Mit Hemd und lange Hose. Mich nicht großartig ausgepellt. Ja. Und jetzt werde ich erstmal mal Frühstück und dann gucken, was ich den restlichen Tag so mache. Hab euch lieb. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Schatz. Also ich schlafe halt die Nacht beschissen. So richtig beschissen, weil ich irgendwie ganz doof hier liegen habe. Also so von der Luftmatratze, von meiner Matratze her, war es geil.
aber irgendwie, ich habe mir gefühlt alle halbe Stunde umgedreht oder so. Und aber es war warm im Schlafsack. Es war richtig warm. So, und jetzt werde ich erstmal was frühstücken. Die Kamera gedreht und da siehst du mal mein Nachtlager. So habe ich hier gekämpft. Plane passt ideal zum Grün. Ja, die grüne Plane habe ich mir jetzt erst drin gelegt, weil der Boden ziemlich nass ist. Ich hatte gestern schon durchgeweichte Knie. Ja, und da ist so mein Zuhause für heute Abend und bis morgen. Ne? Ja, meine Brötchen und mein Bier habe ich jetzt erst gerade geholt aus dem Auto und da ist das andere Röde. Jetzt frühstücke ich erstmal was. Ich liebe dich. Morsche Grille. Klar kann ich mich an Leon erinnern. Kann ich gar nicht glauben. Muss ich mal gleich Ronnie schreiben. Ja, das ist mein Nachtlager gewesen. 3x3 Meter Tab. So sieht meine Behausung aus. Ja, und hier bin ich wieder an der Havel. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Schatz. Also ich schlafe halt die Nacht beschissen. So richtig beschissen, weil ich irgendwie ganz doof hier liegen habe. Also so von der Luftmatratze, von meiner Matratze her war es geil. Aber irgendwie, ich habe mir gefühlt alle halbe Stunde umgedreht oder so. Und aber es war warm im Schlafsack. Es war richtig warm. So, und jetzt werde ich erstmal was frühstücken. Die Kamera gedreht und da siehst du mal mein Nachtlager. So habe ich hier gekämpft. Plane passt ideal zum Grün. Ja, die grüne Plane habe ich mir jetzt erst drin gelegt, weil der Boden ziemlich nass ist. Ich hatte gestern schon durchgeweichte Knie. Ja, und da ist so mein Zuhause für heute Abend und bis morgen. Ne? Ja, meine Brötchen und mein Bier habe ich jetzt erst gerade geholt aus dem Auto und da ist das andere Röde. Jetzt frühstücke ich erstmal was. Ich liebe dich. Morsche Grille. Klar kann ich mich an Leon erinnern. Kann ich gar nicht glauben. Muss ich mal gleich Ronnie schreiben. Ja, das ist mein Nachtlager gewesen. 3x3 Meter Tab. So sieht meine Behausung aus. Ja, und hier bin ich wieder an der Havel. Ja, meine Freunde, jetzt habe ich mal meine morgendliche Tabletten genommen mit einem schönen Schluck Regenwasser aus meinem Horn. Skrrr. Ich weiß nicht, ob er das erkennt. Hoppst du doch mein Finger? Da hinten wird ein Crosslauf veranstaltet oder irgendwas. Ah, so Leute, ich zeige euch mal noch ein bisschen von der Gegend hier. Entschuldigung, das war der Elch hier, der hier in der Nähe ist. Ich zeig euch mal. Na, so,
Ah ja, hier bin ich nur so ein bisschen lang geschlendert. Viel gibt es ja hier nicht zu sehen. Wird ein relativ kurzes Video. Oh. Eine Kuhweide. Oh, kalt ist mir. Und ja. Mit der Kälte, andersrum, mit der Feuchtigkeit kommt die Kälte. Und ja. Aber trotzdem ist es schön hier. Den einen oder anderen Hasen hier sehen, die Rehe hier sehen. Ne, ja. Ja, frisch ist es. Wie gesagt, mit der Feuchtigkeit. Oh. Mit der Feuchtigkeit kommt die Kälte, mir ist arschkalt. Und das trotz einem langärmeligen Hemd, einem Pulli und dieser schönen Jacke hier. Oh. Und ihr seht, ich bin noch sitze hier noch ein bisschen am Wasser und bin am Überlegen, ob ich abbreche. Ja. Ah, Sitting Bull, da sitzt er. Ja. Oh, wie gesagt. Ja. Ich entschuldige mich schon mal für die Kameraführung. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Gimbal so benutze. Und ja. Deswegen ist das noch ein bisschen wackelig. Ja, wie gesagt, mir ist scheiße kalt. Bin am Überlegen, hier abzubrechen. Bin ich ehrlich, so zwei Nächte war schon ein bisschen fettlubig. Mir ist scheiße kalt. Und wenn man so Jacken hat zum Quatschen, ist dann auf Dauer gesehen dann doch scheiße. Normalerweise habe ich damit nicht so das Problem, aber irgendwie ist dann doch ein bisschen einsam. Oh, mir ist scheiße kalt. Ich zitter hier gerade echt wie Espenlaub. Ah, vielleicht hört da ja die Fische hier im Wasser ein bisschen rumplanschen. Herrlich. Also vorhin, ich sitze ja nämlich schon in so Welle. Sind da Wildgänse hier rüber geflogen zu meiner Linken, für euch die Rechte. Sind welche mit einem Hausboot, die angeln. Den wünsche ich nur Petri Heil, die waren auch schon irgendwie baden. Boah. Zum Glück könnt ihr nicht sehen, wie ich zitter hier wie Espenlaub, ey. Da kommt das nächste Boot vorbei, schippert. Ups, andere Seite. Herrlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier ein schönes kleines Paradies. Ja, und da könnt ihr noch mal gucken, wie da das Wassertaxi, glaube ich, oder irgendein Dampfer langfährt. Ein Ausflugsdampfer. Und da hinten soll jetzt kleiner Kroch. Da, der hat glaube ich hier auch vor Anker liegen. Und wie gesagt, es
ist hier einfach ein Paradies. Ich werde noch ein bisschen die Zeit hier genießen. Und dann nachher so da, wo wieder das Wasser zieht. Geil. Und jetzt kommt zurück. Ja. Ich werde hier noch ein bisschen. Spielerei muss sein. Ein bisschen genießen. Noch ein bisschen an meinem Kotzbecken hier nuckeln. Und dann denke ich mal, um meine Sachen packen und abbrechen. Und für das nächste Mal werde ich dazu machen, eine Nacht reicht für dich aus. Also wenn du alleine bist, eine Nacht reicht mir für dich aus mittlerweile, glaube ich, um rauszukommen zum Chillen. Zu zweit, glaube ich, wäre das vielleicht cooler gewesen. Hätte man auch eben zum Quatschen gehabt. Ich sag mal, ich Idiot habe ja auch gestern meine selbstgebaute Buschbox zu Hause stehen lassen. Also ein kleines Lagerfeuer, so kann ich auch nicht machen. Abgesehen davon alle nass hier irgendwie. Und die Gasbuddel will ich jetzt auch nicht anschmeißen. Mein Freund, das Rehfick ist hier nicht. Mir ist arschkalt. Ich sitze jetzt auch schön an der Havel, genieße den Ausblick. Und werde dann auch bald einpacken, weil ich sag mal, jede Nacht reicht mittlerweile. Wisst ihr, wenn du alleine bist, alles schön und gut, hast du deine Ruhe. Aber jetzt noch zum Quatsch zu haben, wäre echt geil gewesen. Aber was soll's. Gut. So, Schnubi, erzähl mir mal, wie du nächste Woche auf Arbeit bist. Hast du Frühschicht, bist du später? Weil ich habe die nächsten 3 Wochen, fange ich um 5 an, habe um 13.30 Uhr Feierabend. Und wenn du so spät hast oder so, könnte ich immer auf dem Käffchen vorbeikommen bei euch in der Hütte. Und ich habe als vergangenen Donnerstag hat Rosenkranz geliefert und rat mal, welcher Superfahrer kam. Gerald. Ja, ich gehe davon aus, du bist auf Arbeit. Schöne Grüße an die restliche Trümmertruppe, Roland und Co. Und wir sehen uns.